Die Formel 1 des nordischen Wintersports, Biathlon. Wo sonst kommt man mit einer Pulsfrequenz von 180 zum Schießstand und soll ins Schwarze treffen? Heinz Gerhard aus Rormos fertigt die Schäfte für Biathlongewehre. Wie das vor sich geht, zeigt er uns heute, wenn Sie mögen, mit uns gemeinsam. Heinz, herzlich willkommen. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Du machst die Schäfte für Biathlongewehre. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Selbstverständliches. Wie bist du zu dem gekommen? Ja, wir haben drei Buben selber. Und zwei davon sind Biathleten. Die sind im Nordischen Ausbildungszentrum in Eisenerz. Schon 3 Jahre jetzt, der Ältere. Und der zweite ist 2 Jahre. Der hat jetzt ins Lernen angefangen. Das ist die einzige Schule, wo Beruf und Sport verbinden kann. Und vor 3 Jahren ist aufgekommen, ja, die Buben wollen da weiter tun, wollen KK schießen. Und jetzt habe ich dann angefangen, selber Schäfte machen, weil man denkt, das kann ich selber auch machen. Ohne dass ich es kaufen muss, weil das ist mir fast zu teuer gewesen. Was sind die groben Schritte für so ein Biathlongewehr? Wo fängst du an? Du fängst beim Rohmaterial an, so ganz grob einmal durch. Ja, ich habe einen Block, der ist ungefähr 7 cm stark und 17 cm breit. Da zeichne ich mir es auf und dann wird es einmal grob ausgebohrt, ausgeschnitten. Dann habe ich schon einmal den groben Schaft da. Dann werden die Bohrungen für das System. Das System ist zum Einsetzen praktisch. Es gibt nur ein System, ein Biathlon-System von Anschütz. Und das wird da eingesetzt. Da sind die Bohrungen immer gleich. Wird es einmal grob ausgeschnitten, ausgefräst, ausgebohrt. Und dann mache ich händisch praktisch die nächsten Schritte, werden dann händisch gemacht. Da passe ich praktisch den Schaft an die einzelnen Athleten oder an den einzelnen Athleten an. Dann wird er fertig geschliffen, dann gebe ich ihn einmal mit zum Probieren. Und zum Schluss wird er eben fertig gemacht, lackiert, überzogen ein bisschen, dass die Bockenauflage ein bisschen weicher ist. Und dann können sie hoffentlich treffen damit. Wie das vor sich geht, das schauen wir uns jetzt mit Heinz gemeinsam an. So, jetzt haben wir da in Roh, das Rohbrettel praktisch. Da zeichnen wir jetzt einmal den Schaft auf. Ich habe da schon eine Schablone, die kann über die gleiche sein. Das macht gar nichts. Das Holz ist ein Lindenholz. Das ist gut zum Bearbeiten, ist weich. Zum Arbeiten ist aber nicht so weich, dass man sagen muss, das bricht. Wenn sie einmal stürzen sollten, die Biathleten. Jetzt bauen wir da das Loch, wo der Abzug reinkommt. So, da, die Löcher haben wir gebohrt und jetzt können wir mit der Bandsäge das Grobe auszuschneiden. So, jetzt habe ich ihn praktisch fertig ausgeschnitten, mal grob fertig gemacht und jetzt wird er dann bearbeitet, wird einmal die Flächen, das wird alles, was zum Schleifen geht, wird einmal grob geschliffen. Vorne wird schräg gemacht, das für die Handauflage besser liegt beim Liegendanschlag. So, jetzt haben wir schon fertig gebohrt. Man sieht jetzt die Löcher für das System. Ausgefräst, grob wie es geht und jetzt wird er händisch bearbeitet und ich werde mir da gleich anfangen, eben so was schneiden. So, jetzt haben wir das rausgearbeitet und auch schon anpasst an den Sportler. Jetzt sieht man da den Handteil, der ist anpasst worden am Sportler, dass genau mit den Fingern reinpasst, wenn er stehend schießt, dass er da stabil, die Hand, das muss stabil runtergehen,
gerade runtergehen am besten. So, der Schaft ist mittlerweile fertig. Wir haben den lackiert. Wir haben da eine Woche einen Stoff rein. Da halten die Einzelschussmagazine, die sind praktisch jetzt 3 für liegend. Und in der Backenauflage sind 3 für den stehenden Anschlag. Bei der Staffel darf jeweils im liegenden Anschlag 3-mal nachgeladen werden und im stehenden Anschlag auch 3-mal nachgeladen werden. Sollten die auch daneben gehen, dann wird es zum Strafrunde laufen. Die ist ungefähr 150 Meter und das zehrt dann schon an der Kondition. Dahinter haben wir noch die Bockenauflage, die ist verstellbar, kann man in der Weite verstellen, kann man auch in der Höhe verstellen, wird auf die Schulter vom Sportler einpasst und auch die Backenauflage kann man in alle Richtungen verstellen. Heinz, vielen herzlichen Dank, das war ein unheimlich interessanter Beitrag. Wo kämen deine Schäfte überall zum Einsatz im Moment? Ja, im Moment sind meine Hauptabnehmer die vom Schülerbereich in den Jugendbereich, also vom Luftgewehrschaft zum KK-Schaft kommen, sind meine, also die sind die Skihandelsschüler in Schladming und auch die Sportler von NAZ in Eisenerz, Nordisches Ausbildungszentrum in Eisenerz. Das sind meine Hauptabnehmer, aber ich habe auch schon für Weltcupläufer, zum Beispiel für das polnische oder einen Teil vom polnischen Damen-Nationalteam Schäfte gemacht und die laufen mehr oder weniger erfolgreich im Weltcup schon mit. Okay, Heinz, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich interessiere mich für so einen Schaft. Wie komme ich mit dir in Kontakt? E-Mail office@schäfte-gerhardter.at oder unter der Telefonnummer 0664 63 87 875. Heinz, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es war sehr interessant und spannend. Dankeschön. Dankeschön und wünsche euch alles Gute.